this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Mittwochabend des 8. August 2018 habe ich mich wieder mal mit Bruder Viktor eingefunden, um den nächsten Teil zu lesen aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Ja, wer das ein bisschen beibehält, der merkt, dass wir im Augenblick täglich Aufnahmen machen. Das wird nicht so bleiben, aber im Augenblick habe ich ein bisschen die Zeit dazu und Viktor hat ein bisschen die Zeit dazu und dann probieren wir die Zeit so gut wie möglich zu nutzen und so viel Aufnahmen wie möglich zu machen, weil wenn es nachher ein bisschen schwieriger wird, haben wir zumindest schon mal ein paar Videos vorbereitet und könnt ihr weiterhin regelmäßig diese Teile des wundervollen Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche lesen und die Videos anschauen. Ja, Entschuldigung, der Viktor ist mir also über Skype beigeschaltet, noch immer aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie das Wetter da ist, ist auch nicht so wichtig, aber ich frage trotzdem mal. Bei uns hat es nämlich letzte Nacht hier fürchterlich gewittert und gegossen. Natürlich ist der ganze Regen mehr oder weniger wieder weg. Also fliegen geblieben ist da nichts von, selbst Pfützen sieht man nicht mehr. Aber heute war es dann mal ein bisschen kühler. Wie war es denn bei euch in Hamburg und wie geht's dir da so, mein lieber Bruder? Ja, moin, Bruder Jörg. Ja, bei uns heute war das so, das Wetter, dass wir, glaube ich, eure Ausläufer ja an uns vorbeigezogen sind, aber es blieb trocken und natürlich auch noch warm. Ja, freut mich auch wieder verbunden zu sein mit dir. Das jetzt kommende Kapitel, ja, denke ich, ist für den einen oder anderen auch sehr interessant. Vielleicht noch das ein oder andere, was wir offenbaren können, was der Autor uns offenbart, was wir noch nicht gewusst haben. Und sicherlich auch die ein oder andere, ja, nochmal vielleicht ja, Verbindung auch zum vorigen Kapitel. Gemeinsamkeiten sind da immer gegeben und Überlappung. Ja, ansonsten von meiner Seite aus können wir gerne anfangen. Ja, danke für deine kleine Einleitung, Viktor. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Buch, das ich gelesen habe, online, also aufgenommen habe und da Videos von gemacht habe, das war damals Rulers of Evil, was ihr kennt unter dem Namen Herrscher des Bösen. Das habe ich in Englisch gelesen und ich habe das Buch nicht komplett gelesen, sondern ich hab einfach nicht die Zeit davor, die Bücher vorher einmal vollständig durchzulesen und dann Kapitel für Kapitel einzulesen und da Videos von zu machen. Und was ich damals gemerkt habe, ist, wenn man so ein Buch erstmal ganz durchliest, dann kann man im Laufe der Lesung des Buches natürlich ganz andere Kommentare machen, weil man weiß, was noch kommt, weil man weiß, was auch noch gesagt wird und weil man weiß, wie die verschiedenen Kapitel sich miteinander verbinden. Das war der Punkt, den du gerade gemacht hast. Dieses Buch Hinter den Diktatoren habe ich damals, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, vorher gelesen. Also ich habe zumindest die Kapitel vorher gelesen. Das habe ich bei Rulers of Evil auch gemacht, aber ich glaube das ganze Buch auch nicht. Und jetzt im Deutschen habe ich es auch nicht getan, aber ich habe noch einiges an Erinnerung, was ich damals gelesen habe im Kopf. Und ich habe natürlich in der Zwischenzeit noch einige andere Bücher gelesen, aber ich habe bis jetzt ganz selten die Zeit gehabt, ein Buch wirklich mal vollständig zu lesen und mich danach erst ans Mikrofon zu begeben, um das Buch zu besprechen. Und das ist natürlich irgendwo ein Nachteil, weil die Kapitel hängen hier und da ein wenig zusammen. Und dass es interessant sein wird für den einen oder anderen, ja, da stimme ich dir ganz sicher zu, weil das Kapitel, das wir heute lesen, das trägt den Namen Hitler und die katholische Kirche. Und da sind natürlich viele von unseren Zuschauern dabei, die immer noch nicht begreifen und vor allen Dingen auch nicht begreifen wollen, dass Hitler und die katholische Kirche nicht nur an einem Strang gezogen haben, sondern vor allen Dingen auch in dieselbe Richtung gezogen haben. Wisst ihr, ich finde das immer so lustig, wenn man spricht von, wir müssen am selben Strang ziehen. Ja, okay, kann man ja machen. Wenn man das in die verkehrte Richtung macht, dann ist nur die Frage, wer gewinnt nachher. Ne? Das kennt ihr ja vom Tauziehen, ne? Von diesem Sport her. Aber Hitler und die römisch-katholische Kirche haben an einem und derselben Seite gezogen, also um dafür zu sorgen, dass eine Agenda umgesetzt wurde. Hitler hatte keine andere Agenda als die der römisch-katholischen Kirche. Und die römisch-katholische Kirche hat dafür gesorgt, dass ihre Agenda Hitler ganz deutlich gemacht wird. Und wir werden natürlich einige Dinge lesen in diesem Buch, die da nicht so direkt drauf abzielen, sondern wo man zwischen den Zeilen lesen muss und wo man
die Geschichte der Jesuiten ein wenig verstehen muss, um zu begreifen, was wird denn mit den Dingen, die hier jetzt gerade gesagt werden, was wird denn damit im Endeffekt überhaupt bezweckt? Wir müssen uns immer davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche und ganz sicher die Jesuiten, von denen wir ja hauptsächlich hier sprechen, immer beide Seiten bespielen. Ja? Sie bespielen sowohl die Seite desjenigen Diktatoren, an deren der an ihren Drähten hängt und den sie kontrollieren, als auch dem seine Gegenspieler. Sie kontrollieren alle Seiten und machen sich einen Beruf daraus, all diese Seiten gegeneinander auszuspielen, und obwohl man den Eindruck hat, dass die eine Seite jetzt vielleicht mal ein bisschen positiver rauskommt, gewinnt oder wie auch immer, dass die auch ständig auf den Beutel kriegt, sage ich jetzt mal in einer vernünftigen Ausdruckweise. Ja? Hatten wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Deutschland groß machen, dann Deutschland wieder klein halten. Ne? Deutschland sollte das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden, ja. Aber im Endeffekt hat Deutschland dafür offiziell ganz stark gebüßt, nämlich nach Ende des Ersten Weltkrieges und nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und Deutschland büßt heute auch wieder für seine Rolle, die es in der EU spielt. Und da kommen noch Bußen, die den Deutschen auferlegt werden in der Hinsicht. Und man muss es eben verstehen, dass die Jesuiten immer beide Seiten spielen. Und ein gutes Beispiel dafür, ich möchte das mal ganz kurz anholen, das ist hier der Tom Fress, der hat mal ein ganz tolles Video gemacht über Großvaters Uhr. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht viel. Aber im Englischen ist das ein ziemlich bekannter Ausdruck. Ich habe mal hier jetzt das Bild, blende ich jetzt hier mal eben ein, von dieser Großvateruhr. Und wenn wir das sehen, dann verstehen wir ganz gut, worüber ich sprechen möchte. Schaut euch mal das Bild dieser Uhr an. Da seht ihr also oben das Zifferblatt mit den Zahlen, die uns sagen, wie spät es ist. Dann sehen wir die Zeiger für Stunde und für Minuten. Und darunter sehen wir dann so einen Hänger und dann ein Pendel. Und dieses Pendel schlägt, wenn die Uhr eingestellt ist, aus von rechts nach links und links nach rechts, hin und her, hin und her. Aber da verändert sich nie etwas. Und genau so ist die Agenda der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche ist nicht das Pendel, das schlägt von rechts nach links. Nein, das Pendel, das schlägt von rechts nach links, das sind die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, politischen Parteien. Die Rechte und die Linke. Und in einem Land, wie zum Beispiel auch in Deutschland, ist einmal die rechte Partei an der Macht und dann die Linke und dann die Rechte und dann die Linke, und so schlägt es aus von rechts nach links. In Amerika ist das noch viel deutlicher, weil da gibt es nur zwei Parteien. Ne? Da gibt es nur die Republikaner auf der rechten und die Demokraten auf der linken Seite. Und entweder ist ein Demokrat Präsident oder ein Republikaner ist Präsident. Das Pendel schlägt von rechts nach links und links nach rechts und hin und her und hin und zurück. Der Punkt, den ich machen will, ist, das Pendel schlägt und die Menschen, die sich nicht dieser Agenda bewusst sind, folgen diesem Pendel, wählen entweder die Rechten, wählen entweder die Linken, denken, dass sie irgendwas damit verändern und begreifen nicht, dass das Einzige, was in der ganzen Zeit überhaupt an dieser Uhr fortschreitet, das sind oben die Stundenzeiger und Minutenzeiger, die wir hier sehen. Die verändern sich. An dem Pendel verändert sich nichts. Und die römisch-katholische Kirche hat ihre Agenda. Und ihre Agenda sind die Stunden- und Minutenzeiger. Und je weiter die vorrücken, desto mehr, dass ihre Agenda auch tatsächlich erfüllt wird. Und dafür brauchen sie das Rechts-Links-Ausschlagen. Das ist das System. Und dieses System der Großvateruhr, wie man das halt nennt, oder wie Tom das damals genannt hat, ich habe da ein schönes englischsprachiges Video drüber von 20 Minuten oder sowas, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr Englisch könnt. Dieses System verstehen die meisten Menschen nicht. Und Bücherlesungen wie die hinter den Diktatoren, was wir hier jetzt machen, sollen eben dazu beitragen, dass ihr, die ihr diese Videos schaut, die ihr diese Bücher dann auch lest und diese Nachforschungen selbst anstellt, erkennen könnt, wie das System dieser Großvateruhr in unserer Welt zugepasst wird. Und dass die Menschen, mit denen im Grunde gespielt wird, die von rechts nach links und links nach rechts geschickt werden, im Grunde nur der Spielball sind auf dem Feld. Und die einzige Agenda, die sich bewegt, sind die Zeiger dort oben. Nun, abschließend zu dieser kleinen Erklärung noch das Folgende. Das Pendel muss sich von rechts nach links bewegen.
Und um das Pendel zu bewegen, muss da Krieg sein, weil die Kirche im Krieg ist profitabler als die Kirche im Frieden, weil wenn es keinen Krieg gibt und wenn nicht ständig ein Konflikt zwischen rechts und links entsteht, wobei man jetzt rechts und links auch mit einfüllen kann, was man will, mit politischen Parteien, mit Rassismuspolitik, mit globaler Erwärmungspolitik, nennt mal was ihr wollt, Ölkrise, Wirtschaftskrise, spielt keine Rolle. Alles spielt mit diesem Pendulum zusammen. Und wenn man das versteht, wie das alles zusammenhängt, dann versteht man auch die Zusammenhänge unter anderem in diesem Buch hinter den Diktatoren. Ja, das war mir mal eben ganz wichtig, um das deutlich zu machen. Ich weiß nicht, Victor, du siehst ja jetzt das Bild nicht, weil das ist hier auf meinem Schirm, aber war das ein bisschen verständlich, was ich jetzt gerade eben erklärt habe? Ja, auf jeden Fall eine schöne Metapher. Ich bin auch der Meinung, dass ich mich aus einer englischsprachigen Buchlesung auch erinnere, dass du das schon mal erwähnt hast oder Tom das erwähnt hatte. Das kam auf jeden Fall mir schon mal zu Ohren. Ich denke, es ist sehr, sehr, sehr passend, sehr treffend und wie wir auch aus dem letzten Kapitel ja gelernt haben, dass im Heiligen Römischen Reich die Kirche und der Staat verbündet sind. Und ja, und das Zitat von, ich helfe mir mal noch kurz auf die Sprünge, ich glaube, das war Antichrist, Papst Leo der 13. Ja. Der 13. Der sagte zum Kaiser Wilhelm II., dass Deutschland ja das Schwert der katholischen Kirche werden soll. Und ja, ich meine letztendlich, Jörg, was ist ein Schwert? Das ist ein Gebrauchsgegenstand, weißt du? Ne? Ja. Und wenn man es dann nicht mehr braucht oder wenn es dann irgendwie verschlissen ist, dann schmeißt man es in die Ecke und ne, dann sucht man sich halt wieder einen neuen, bis das Schwert quasi wieder, ja, irgendwie vom Schmied wieder ein bisschen zurechtgeschliffen wurde oder was und dann geht's weiter. Ja, und also, das Schwert, das Deutschland für die römisch-katholische Kirche darstellen sollte, das ist wohl schon einige Male zur Reparatur gewesen, ne? Ja, und ich denke, da gibt es jetzt auch sicherlich so viele noch Ereignisse auch. Die sind jetzt gar nicht mal in dem Buch genannt. Das ist mir jetzt auch erst so in dem Laufe jetzt nochmal der Recherchen zu den Kapiteln auch jetzt nochmal so aufgefallen. Zum Beispiel, dass ja im Ersten Deutschen Reich oder dem Ersten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, dass dort es so eine Art Kronjuwelen gab, also so eine Art Zepter wahrscheinlich, so ein Apfel und eine schicke Kopfbedeckung. Und diese Kronjuwelen, die wurden 1938 nach Nürnberg überführt und dazu gibt es dann noch sinngemäß so ein Zitat von Hitler, dass diese Kronjuwelen dann auch für immer hier verbleiben werden. Ja, er wollte ja das neue tausendjährige Reich erschaffen, ne? Das, was ja, zwischen ich mein Karl jetzt halt, dem dass, Großen, wenn man sich 800 ein paar zerquetschte, bis 1800 ein paar zerquetschte, ja, zum Ende der Napoleonischen Kriege geherrscht hat, das wollte er ja wiederherstellen. Ja, das stimmt. Genau, und wenn man sich das bildlich dann halt auch vorstellt, dass sie auch immer noch hier sind, ne? Also sich ja wohl auch immer noch hier in Nürnberg befinden, ja, und man jetzt auch weiß, die Rolle von Deutschland jetzt in dem neuen, wieder auferstandenen, wiederhergestellten Heiligen Römischen Reich, die Europäische Union, ja, dann, ne, ergibt ja vieles auch Sinn. Und dann ergibt ja auch viel mehr auch Sinn, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal kurz an Kapitel 2 denken, dass die Absicht ja offensichtlich, also es war jetzt letztendlich nicht entscheidend, ne, ob Hitler an die Macht gekommen wäre oder nicht, weil wir sehen ja, es ist ja trotzdem wieder das Heilige Römische Reich auferstanden. Ja, es also ist wie der Vater O'Brien da im Grunde sagte, ne? Ja, es passiert also mit Hitler, es passiert auch ohne Hitler, ne? Genau, und da sehen wir auch, die Primäraufgabe war offensichtlich erstmal, dass die Juden, ja, vertrieben werden, zusammengetrieben, vertrieben, ne? Naja, nicht unbedingt zusammengetrieben und vertrieben, aber hauptsächlich, dass sie verfolgt werden. Ja, ja. Und durch diese Judenverfolgung hat man dann natürlich einen Grund, um diesen Staat Israel in Palästina, genau, zu gründen. Palästina, das ja seit dem Ende des Ersten Weltkrieges unter englischem und französischem Protektorat stand, ne, die das damals als Ottomanische Reich zerschlagen haben und das unter sich aufgeteilt haben. Und man damit den Grundstein gelegt hat, dass man dann nach der Balfour-Erklärung 1917, dann 30 Jahre später, als die Juden dann durch die Verfolgung bereit erklärt haben, darunter zu gehen, dann den Staat Israel gegründet hat. Und die Gründung des Staates Israel geht natürlich ganz eindeutig damit zusammen mit einer falschen Bibelerfüllung, mit nämlich der Wiedererfüllung der von damals vor 2000 Jahren von Jesus Christus vollständig erfüllten 70. Jahrwoche aus der Prophezeiung von Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27, die
Verse, die nie von einem Antichristen sprachen, sondern immer nur von Jesus Christus gesprochen haben. Und in dem Fall deswegen auch mit einem talmudischen Fluch belegt worden, dass jeder, der sich damit beschäftigt, anhand der Verse 24 bis 27, Daniel Kapitel 9, zu bestimmen, wann der Messias kommt, dass dem seine Hände verrotten und das Fleisch von seinen Armen abfallen soll, wenn er eben das Buch aufschlägt, um aufgrund der Prophezeiung zu bestimmen, wann der Messias kommt. Weil die Juden damals ihren Messias nicht erkannt haben und Jesus Christus hat es damals bereits gesagt, mein Vater hat mich geschickt und ihr erkennt mich nicht, aber jemand anders wird geschickt aus seinem eigenen Namen. Also ich wurde geschickt in meinen Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht auf. Und es wird ein anderer kommen, der kommt unter seinem eigenen Namen und den werdet ihr annehmen, hat damals Jesus Christus schon ganz deutlich gesagt. Und damit hat er natürlich auf den Papst verwiesen, ne? Der aufgrund, weil er sich selber zum Gott ernennt, wie eben das Luzifer auch tut in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14, auch tut, dass sie den anerkennen wollen. Und um diese Agenda zu spielen, ja, auf der Theaterbühne, die diese Welt ist, dafür brauchen sie den Staat in Israel. Weil ohne einen Staat Israel und ohne einen Tempel, in dem es Opfer geben wird, Tieropfer oder was auch immer, welche Art von Opfern auch immer, ohne das kann man die 70. Jahrwoche nicht nachspielen, in der ja gesagt wird, dass in der Mitte der Woche er die Speis- und Sündopfer aufhören lassen wird. Das hat Jesus Christus damals getan am Kreuz. Aber die Interpretation der Futuristen ist ja dahingehend, dass sie sagen, das ist ein zukünftiger Antichrist, der 7 Jahre oder 3,5 Jahre, je nachdem wie man das sieht, vor Christus zurückkommt, kommt und dann schließt dann einen Friedensvertrag, ne? Er schließt einen Bund mit vielen, steht da ja auch drin, der schließt einen Friedensvertrag und in der Mitte der 7 Jahre der, wird er die Speisopfer aufhören lassen und dann wissen wir, wer der Antichrist ist. Ja, das ist die verkehrte Lehre der Futuristen, die probieren, das Scheinwerferlicht vom Papsttum zu nehmen, dass die Reformation darauf gerichtet hat, indem die Reformation, jeder Reformator sagte, das Papsttum ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Die Reformatoren haben es gesagt, alle im Untergrund lebenden Christen ab der apostolischen Zeit bis zur Zeit der Reformation haben das gesagt. Die Apostel haben es gesagt, nicht in den Worten, aber man sieht es zum Beispiel, wenn man Paulus liest, 2. Kapitel der Thessaloniker, also 2. Buch der Thessaloniker, 2. Kapitel, Vers 7, da steht es ganz deutlich drin. Nur der jetzt noch im Weg ist, der jetzt noch stört, wenn der aus dem Weg geräumt ist, dann wird der Sohn der Sünde, der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens enthüllt. Und das ist ja keine weitere Möglichkeit, als dass das eben der Cäsar war, der damals im Weg stand. Und wenn der aus dem Weg geräumt ist, wer nimmt dann seinen Platz? Ja, da haben wir die Veränderung vom heidnischen Rom auf das päpstliche Rom, nämlich der Cäsar geht weg und der Papst kommt an seiner Stelle, obwohl der Papst im Grunde den Cäsar ja auch ersetzt, weil er nennt sich ja selber auch als Pontifex Maximus eben auch Cäsar des Römischen Reichs, heute noch. Ja. Heil Caesar, wie wir im Discorsi lesen können von Papst Pio dem 9. von 1852 ist das Schreiben, glaube ich, eine Zeit vor dem Syllabus der Fehler. Ja, aber wir verlieren uns hier in eine tolle Diskussion, ohne von dem Buch zu lesen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und nur wenn man das versteht und wenn man versteht, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche von Daniel Kapitel 9 vollständig erfüllt hat vor 2000 Jahren, dann versteht man auch, das Theater, was sie heute in dieser Welt abspielen. Und da ist eben dieser Staat in Israel nötig für. Und dafür brauchten sie die Verfolgung der Juden durch Adolf Hitler. Inwieweit er die jetzt verfolgt hat, das steht jetzt mal gar nicht zur Debatte. Es geht halt darum, dass in den Köpfen der Leute sich diese Verfolgung abgespielt haben muss. Und da haben wir ja gesehen bereits, da gab es ja dann sogar Zeitschriften oder Zeitungen, besser gesagt, die ab 1918 von dieser Verfolgung komischerweise sogar schon berichtet haben. Das sind dann solche Dinge, die kommen dann später ans Licht, aber die Mehrheit der Menschen merkt das nicht und begreift es nicht und deswegen können sie sich solche Veröffentlichungen auch erlauben. Wenn jeder davon auf der Höhe wäre, dann würden viel mehr Menschen sich Fragen darüber stellen, warum 6 Millionen Juden im Osten Europas bereits 1918 unter der Gefahr der Verfolgung gelitten haben. Ne?
Richtig, ne, Victor? Ja, Die wir Frage. wissen ja auch aus den Kapiteln davor, dass natürlich, sage ich mal, so Antisemitismus diese Strömung und ja, Ursprung schon wesentlich, also Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhundert schon vorher ihren Ursprung haben. Ja, sicher Jahrzehnte, ne? Müssen wir Ja, davon also wenn man ausgehen, dass jetzt. der Zionismus, der kam ja auf durch den Herzl, komme jetzt auf seinen Vornamen nicht, Herzl, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Und zur selben Zeit, wo der Zionismus durch Herzl aufkam, kam eben auch der Antisemitismus auf, ne? Und was die meisten Leute heute immer noch nicht verstanden haben, Entschuldigung, dass ich das so brutal sagen muss, ist, dass die größten Zionisten keine Juden sind, sondern die größten Zionisten sind ist die römisch-katholische Kirche, die nämlich das Ziel hat, die ganzen Juden da bei Zion zusammenzupferchen. Und wenn sie nämlich alle da in diesem Land leben, dann hat man sie nämlich unter Kontrolle. Na? Und das müssen sie haben. Wir hatten ja vorher davon gesprochen. Stell dir mal vor, wie der KGB-Agent zu Avro Manhattan damals sagte, die Juden würden die Botschaft der Protestanten begreifen und würden Jesus Christus als ihren Erlöser akzeptieren. Dann wäre die römisch-katholische Kirche morgen Toast. Und deswegen ist es wichtig, Streit dazwischen zu sehen. Aber gut, ich möchte jetzt mal eben auf das Kapitel gehen, was wir jetzt heute eigentlich lesen wollten. Also das ist ja das Kapitel Hitler und die katholische Kirche. Wir müssen, und das möchte ich eben noch vorweg sagen, bevor ich jetzt anfange hier zu lesen, wir müssen hier drin verstehen, dass in der katholischen Kirche es wichtig ist, dass wir uns immer daran erinnern, das Pendel der Großvateruhr, hier nochmal im Bild, das muss ausschlagen, dass die Agenda, der Zeiger sich da oben weiter bewegt. Wenn das Pendel stillsteht, dann stehen auch die Zeiger still und dann ist die Agenda, dann steht die Agenda des Antichristen still. Und das kann er sich nicht erlauben, weil der Teufel weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Also wird das Pendel in der Zukunft immer schneller und schneller von rechts nach links schlagen, dass die Zeiger auf der Uhr immer schneller und schneller zu ihrem Ziel kommen. Das Ziel, das Luzifer damals bereits ausgesprochen hat in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Die römisch-katholische Kirche kontrolliert immer beide Seiten. Das ist das Wichtige, was wir hier behalten müssen. Wenn wir das nicht verstehen, dann müssen wir das Buch nicht weiterlesen, dann müssen wir sicher dieses Kapitel nicht weiterlesen, weil hier muss man sehr viel zwischen den Zeilen verstehen. Und wir probieren das jetzt in dieser Lesung euch soweit zu erklären. Hast du noch eine Bemerkung, bevor ich anfange zu lesen, Viktor, zu dem, was ich gerade gesagt habe? Du hast das sehr gut nochmal zusammengefasst und resümiert, und dann können wir meiner Meinung nach jetzt auch dann beginnen mit dem Kapitel. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Wie lange sind wir denn überhaupt schon im Video? Auch schon 20 Minuten, guck mal an. Also, Kapitel 5 des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Hitler und die katholische Kirche. Ja, das ist auch der Originaltitel im Englischen. Hier ist das englische PDF Hitler and the Catholic Church. Hitler ist ein Produkt der katholischen Kirche. Er hat niemals die religiösen Lehren aufgegeben oder die politischen Ziele und Bestrebungen der Kirche, in die er geboren und getauft wurde, verurteilt. Ebenso wenig, wie die römisch-katholische Kirche Hitler verurteilt hat und ihn vielleicht exkommuniziert hat. Nein, das hat sie nicht. Wir erinnern uns sogar daran, dass in einer französischen Zeitung am Hitlers Todestag Franco veröffentlicht hat, der Sohn der römisch-katholischen Kirche ist als Märtyrer gestorben. So ähnlich ist der Wortlaut. Wer das nochmal lesen will, der besorge sich das Buch oder die Lesung von mir, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Da kommt das drin vor. Adolf Hitler hat niemals die Kirche, in die er reingeboren, getauft und erzogen wurde, verurteilt. Ebenso wenig hat die Kirche, die römisch-katholische Kirche, ihn verurteilt, was man ja natürlich hätte machen können, durch zum Beispiel Adolf Hitler zu exkommunizieren. Nee, Martin Luther, den haben sie exkommuniziert. Aber Hitler, nö, den haben sie nicht exkommuniziert. So wie sein Vater das katholische Priestertum als die höchste Stellung ansah, nach dem jeder streben konnte, so erschien ihm der Priester schon als Kind als der ideale Mensch. In seiner Autobiografie sagt Hitler, er sei tief beeindruckt von den religiösen Zeremonien der katholischen Kirche und sei Mitglied des Chores in seiner Pfarrkirche. Da gibt es übrigens ein Bild von auf der Webseite spirituallysmart.com. Könnt ihr euch angucken, wie Hitler als Kind Mitglied ist in diesem Kirchenchor. Ja.
Mitglied des Chores in seiner Pfarrkirche. In seiner Freizeit nahm er Gesangsunterricht im nahegelegenen Kloster. Dies, sagt Hitler, gab mir die beste Gelegenheit, um in festlicher Pracht an den großartigen Festen der Kirche teilzunehmen. Also mit anderen Worten, teilzunehmen an den Traditionen der römisch-katholischen abergläubischen Kirche. Diese frühen Gefühle sind nie ganz verschwunden, und er war sich immer des außergewöhnlichen Wertes der kirchlichen Umgebung bewusst. Gegen Ende seines Buches, wir sprechen hier über Mein Kampf, beschreibt er, Zitat, die psychologischen Bedingungen, die dazu neigen, jenes künstliche und geheimnisvolle Halbdunkel in den katholischen Kirchen zu schaffen. Die Wachskerzen, den Weihrauch. Ende Zitat. Tatsächlich billigt Hitler in seinem Buch alles, was besonders den jesuitischen Katholizismus im Gegensatz zum Protestantismus betrifft. Natürlich, Hitler ist ja auch ein Österreicher, er ist ein Katholik von Beginn auf an und kein Norddeutscher, der von Beginn an eigentlich ein Protestant hätte sein können. Er bekräftigt die Unbestreitbarkeit der katholischen Dogmen, der intoleranten Haltung der katholischen Erziehung, der Notwendigkeit des blinden Glaubens bzw. Gehorsams, Kadavergehorsam zwischen Klammern, der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes, die 1870 von den Jesuiten der Kirche auferlegt wurde im Ersten Vatikanischen Konzil, und des obligatorischen Zölibats des katholischen Klerus. Das alles sind Dinge, die den Katholizismus radikal von den anderen Kirchen der Christenheit unterscheiden. Ja? Von den anderen Kirchen der Christenheit. Ich habe mir da einen kurzen Kommentar zu aufgeschrieben, in dem steht, selbstverständlich hat römischer Katholizismus nichts mit Christentum zu tun. Das wisst ihr ja inzwischen, dass wenn ich sage, wenn ich in solchen Büchern von Christenheit rede oder Christentum spreche, dass man immer zweimal hinhören muss, in welchem Zusammenhang ist das, weil römischer Katholizismus hat nichts mit Christentum zu tun. Wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle auf meine Lesung und Videos diesbezüglich hinweisen. Das wiederhole ich bis zum Erbrechen. In einem offenen und prophetischen Ausdruck seiner Bewunderung für die katholische Kirche sagt Hitler, Zitat, so ist die katholische Kirche sicherer denn je. Es kann vorausgesagt werden, dass vorübergehende Erscheinungen verschwinden werden. Sie aber wird als Leuchtfeuer zwischen diesen Phänomenen bleiben und immer mehr blinde Anhänger anziehen. Ende Zitat. Na, wenn das nicht ein schönes Zitat ist, wo Adolf Hitler spricht von blinden Anhängern, die sie anziehen wird. Wenn sie jetzt nicht blind wären, würde ich sagen, wie die Motte das Licht anzieht, wie das Licht die Motte anzieht. Oder die Motten anzieht. Genauso folgen diese blinden Anhänger dem Licht der römisch-katholischen Kirche. Und das sind eben hier Zitate aus dem Buch Mein Kampf. Und deswegen lesen wir auch unten in einer Fußnote, dass es ein Priester war. Und zwar nicht irgendein Priester, sondern ein jesuitischer Priester. Bernhard Stempfle, der das Buch Mein Kampf schrieb. Da möchte ich mal eben gucken, ob wir hier das Bild haben von Stempfle. Ich meine, das habe ich hier drin. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich den geschrieben habe. Mal eben gucken. STA ist natürlich blöd. Da mache ich nochmal ein E dazu. Hier haben wir ihn. In dem auch von der Webseite spirituallysmart.com. Mal kurz im Bild. Hier, Bernhard Stempfle, wie ihr seht, hier auf der rechten Seite. Er hat das Buch Mein Kampf geschrieben und wurde dann 1934 deportiert in das Konzentrationslager Dachau, wo er dann nach einer Weile gefunden wurde mit einem gebrochenen Genick und mit mehreren Schüssen ins Herz, während er versucht hatte zu fliehen. Ja, natürlich, solche Leute werden dann immer aus dem Weg geräumt, weil man kennt ja den Spruch, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen. Genauso wie es war mit dem Matthias Erzberger, als ihr euch vielleicht noch erinnert, der damals ja die Pläne geschmiedet hat
für den Vatikan und den Lateranen Vertrag, der 1929 die Wunde aus Offenbarung 13 geheilt hat. Da habe ich ja in die verborgene Geschichte der Jesuiten drüber gesprochen. Dieser Bernhard Stempfle, der lebte zwischen 1882 und 1934, war ein Jesuit. Und dieser Jesuit hat das Buch Mein Kampf geschrieben. Weil Mein Kampf spiegelt alles das wider, wofür Adolf Hitler mehr oder weniger stand. Aber Adolf Hitler stand eben für den Orden der Jesuiten und für die römisch-katholische Kirche. Die schreiben die Bücher, Adolf Hitler musste es nur unterschreiben und seinen Namen drunter setzen. Und das hat er auch getan. So, machen wir das Bild mal eben wieder ein wenig kleiner. Und das ist natürlich jetzt auch für einige Leute vielleicht eine neue Nachricht. Mein Kampf wurde geschrieben von einem Jesuitenpater und nicht von Adolf Hitler. Das ist ganz wichtig, dass wir das mal verstehen. Nehmen wir mal eben hier das Bild des Autoren Leo Herbert Lehmann mit in das Video rein. Dazu hätte ich noch mal eine ganz aufschlussreiche Aussage. Gerne. Und zwar habe ich das entdeckt, der nennt sich Robert G. L. Wade, das ist ein kanadisch-amerikanischer Historiker. Mhm. Sohn eines Pfarrers, besuchte die McAllister College in St. Paul, Minnesota und graduierte dort 1941. Also natürlich so ein bisschen mit Vorbehalt, muss man das natürlich dann, so ein Werk von dem Herrn, natürlich so ein bisschen das im Vorwege prüfen, ne? Mhm. Aber eine Aussage fand ich jedoch ganz interessant. Die ist aus dem Buch, das er geschrieben hat, das heißt The Psychopathic God Adolf Hitler. Also der psychopathische Gott Adolf Hitler. Ja, genau. Und da gibt es dann eine Aussage auf Seite 32. Und zwar eine Aussage Hitlers, vor allem habe ich vom Jesuitenorden gelernt, Zitat Ende. Ganz gewiss war der Eid unmittelbaren Gehorsams gegenüber dem Führer auffallend ähnlich dem besonderen Eid, den die Jesuiten dem Papst schwören. Zudem sprach Hitler von einer SS-Elite, die das heilige Symbol trug und sich in Schwarz kleidete, als von seinem Jesuitenorden. Er befahl auch den SS-Offizieren, die Exercitia Spiritualia des Ignatius von Loyola zur Übung in der unbeugsamen Disziplin des Glaubens zu studieren. Mhm. Mach da mal eine kurze Pause eben, kannst gleich weitererzählen. Nee, das war soweit dann auch fertig. Achso, ja, also das finde ich sehr interessant, was du hier mit einbringst. Und das ist eben so, dass die Leute, die damals in der SS, ich sage jetzt nicht jeder kleine Fußsoldat, ne? Sondern Leute, die in der Führungsriege der SS waren, die mussten durch diese geistigen Übungen, ja, die Exercitia Spiritualia oder wie das heißt, geistige Übungen oder Gehirngymnastik, wie man das auch immer nennen will, von Ignatius Loyola gehen. Das Buch, das Ignatius Loyola damals geschrieben hatte. Und das Zeichen oder das Abzeichen der SS, da können wir ja auch mal eben schauen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, kein Bild von der SS direkt da. Aber uns ist ja bekannt, die SS waren damals in Schwarz gekleidet, ne, die sogenannte Schutzstaffel, wie sie hieß. Und sie hatten das Symbol von einem Totenkopf über gekreuzten Knochen. Richtig? Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Richtig. Ja. Und das erinnert uns ja auch an die Lesung des Eides der Jesuiten. Weil da lesen wir ja auch, dass da einer damit beisteht, der eben diesen Totenkopf mit den gekreuzten Knochen hält. Ja? Und der Eid, der auf Adolf Hitler geschworen wurde, ich glaube, den kann man einerseits damit vergleichen mit dem Eid, den Katholiken auf den Papst schwören, den Treueeid. Andererseits kann man das aber auch mit dem Eid vergleichen, den ein Jesuit in diesem Schwur leistet, in diesem Jesuitenschwur, also für die höheren Ringe der Jesuiten, auf den geistlichen Vater der Jesuiten, also den Superior General, den, wie wir ihn auch kennen, schwarzen Papst, also den General der Jesuiten, der unbedingte Gehorsam. Das bringt mich da nochmal ein wenig zurück auf, was ich ja vorher bereits schon mal sagte. Hatten wir doch, glaube ich, in dieser Lesung drüber gesprochen. Ich meine, manchmal verliere ich auch die Idee, wo ich jetzt in welcher Lesung über was gesprochen habe. Ich hatte doch hier gesprochen von der monolithischen Verschwörung, von der JFK gesprochen hat, oder nicht?
Nee, Erinnerst du dich? war das jetzt in dieser Lesung? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du hast es auf jeden Fall mal erwähnt, ja, Ja, mit also JFK. ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das erwähnt habe, ob das jetzt bei Hinter den Diktatoren war oder bei einer anderen Lesung. JFK hat ja damals diese Rede gehalten gegen die Geheimgesellschaften und hat von einer monolithischen Verschwörung gesprochen, ja, Monolithic Conspiracy, was ein Widerspruch an sich ist, weil eine Verschwörung ist immer mehr als eine Person, sonst kann man sie nämlich nicht verschwören. Das müssen mehr als eine Person sein, die sich gegen eine oder mehrere andere Personen oder sogar Regierungen oder Völker oder was auch immer verschwören. Und Monolistik heißt ja Mono, einzeln, ja, also eine einzelne Verschwörung, das ist ein Widerspruch an sich. Aber das ist nur zupassbar auf die Gesellschaft Jesu, die nämlich in ihrer Gesamtheit nur den Willen darstellt des Generals. Der General ist der Kopf und jeder einzelne oder jedes einzelne Mitglied des Ordens der Jesuiten ist ein williges Gerät zur Ausführung des Willens des Generals. Totaler Kadavergehorsam, kein eigener Wille, kein eigenes Gewissen. Ich bin einfach nur wie der Stab in der Hand eines alten Mannes, dass der alte Mann diesen Stab gebrauchen kann, wie ihm es dünkt. Ja? Und ich habe zu folgen, ohne eigene Gedanken, Gewissensbisse oder was auch immer. Das ist der angelernte Kadavergehorsam durch die spirituellen Übungen. Und in der SS war es richtig, auch so, weil es gibt ja ein anderes Zitat, in dem Adolf Hitler sagt, und das seht ihr ja immer im Intro zu dieser Lesung, dass Adolf Hitler sagt: Ich sehe in Heinrich Himmler unseren Ignatius von Loyola. So. Und der Treueschwur auf den Führer ist genauso wie der Treueschwur auf den Papst, der aber eigentlich auf den schwarzen Papst gemeint ist. Also ich kann zwar auf den Führer dann schwören, aber im Grunde schwöre ich dann in der Hinsicht Heinrich Himmler die Gehorsamkeit, weil der oben an der Spitze der SS steht. Und die SS, die Schutzstaffel, hatte schwarze Uniform, komischerweise wie die Jesuiten, schwarze Talare und was weiß ich nicht alles schwarz tragen und haben als Symbol den Totenkopf mit den gekreuzten Knochen darunter. Auch ein Symbol der Jesuiten. Also, von daher, Dankeschön, Viktor. Das war ein sehr schöner und guter Beitrag, den du gebracht hast. Habe ich auch vorher so noch nicht gehört. Habe ich auch mal was ganz Neues gelernt heute. Das finde ich Ja, sehr ist das schön. schön. Ja, Gerne. vielen Dank dafür. Gut, ich lasse in der Zwischenzeit hier mal ein paar von den Bildern jetzt hier durchlaufen, wenn ich dran denke, das gleich mal zu verändern. Und dann lesen wir in dem Buch jetzt weiter auf der zweiten Seite unseres PDF. Ganz durch kommen wir ja sowieso wieder nicht. Wir sind schon bei 37 Minuten, aber wir lassen uns eben unsere Zeit und können solche Sachen besser einmal gut machen, als sie zehnmal schlecht machen. Diese enthusiastische Erklärung des Führers ist nicht nur Ausdruck des prophetischen Sinnes, der ihm allgemein zugeschrieben wird, sondern die Manifestation einer in seiner Seele fest verankerten Sehnsucht. Wie alle Katholiken Mitteleuropas wurde auch Hitler dazu erzogen, dem Protestantismus zu widerstehen, dem historischen Feind, der sich immer bemüht hat, Regierungen und Völker vom politischen und religiösen Einfluss der Kirche Roms zu trennen. Ja, wir müssen das doch mal so sehen. Bis zur Reformation davor gab es noch nirgendwo eine Demokratie jeweils. Dass man später die Länder umgeformt hat in Demokratien, teilweise zwar noch royale Demokratien, wie zum Beispiel hier in Belgien ja heute immer noch. Ja, wir haben immer noch ein Königshaus, das an der Staatsspitze steht, aber es ist eine parlamentarische Demokratie, genau wie in England und Dänemark und Norwegen. Die einzige absolute Monarchie, die wir auf dieser Welt noch kennen in Europa, ist die Monarchie des Vatikan, ja, die Monarchie der römisch-katholischen Kirche. Ist noch eine absolute Monarchie, genauso wie in den, was ist das, Saudi-Arabien oder Vereinigte Arabische Emirate? Das weiß ich jetzt nicht. In einer von beiden ist auch nur eine totale, eine absolute Monarchie. All die anderen sind parlamentarische Monarchien. Und Demokratie oder eine andere Staatsform, eine absolute Monarchie, gab es nicht in der dunklen Zeit. Das ist eine Errungenschaft der Reformation. Nun könnt ihr natürlich sagen von, ja, aber Demokratie ist das ja heute auch nicht mehr, weil das ist ja alles infiltriert, das ist ja ein und dieselbe Sippenwirtschaft, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist richtig, aber das Prinzip,
Und da geht es darum, das Prinzip der Demokratie ist richtig. Das Prinzip der Demokratie ist eine Regierung durch das Volk, für das Volk, mit dem Volk. Oder wie sagt man das? Im Englischen heißt das ja so schön, by the people, of the people, for the people. Ne? Für das Volk, durch das Volk. Vom Volk. Vom Volk, danke, genau. Die dritte Sache fehlt mir da immer. Da bin ich dann ein bisschen zu blöde für, um das auf die Reihe zu kriegen. Das ist ein System, das der absoluten Monarchie des römischen Katholizismus absolut entgegenspricht. Und deswegen hat Papst Pius IX., der Antichrist mit dem längsten Pontifikat in der Geschichte der Päpste bis jetzt, über 30 Jahre, 32 Jahre und hat er regiert, deswegen hat er das in seinem Syllabus der Fehler 1864 auch verdammt. All diese Regierungsformen, die eben nicht den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes in seiner absoluten Monarchie befürworten. All diese Regierungsformen wurden verdammt. Und genau darüber lesen wir jetzt hier gerade in dem Buch. Wie alle Katholiken Mitteleuropas wurde auch Hitler dazu erzogen, dem Protestantismus zu widerstehen, dem historischen Feind, der sich immer bemüht hat, Regierungen und Völker vom politischen und religiösen Einfluss der Kirche Roms zu trennen. Damals, als Martin Luther die Bibel übersetzt hat und den Leuten klargemacht hat, ihr braucht keinen König in Rom, dem ihr zuhört und dem ihr gehorcht, sondern ihr habt euren König in der Form von Jesus Christus, da hat natürlich auf einmal der Papst seinen ganzen Einfluss verloren. Es gibt ja immer so ein paar Schlaue, die sagen von, ach Jörg, wie kann denn der Papst überhaupt Macht haben? Der Papst hat ja nicht mal eine Armee. Ja, lassen wir mal eben seine Schweizer Armee zur Seite. Ich brauche auch keine Armee, wenn ich alle Armeen der Welt befehlige, weil ich die Befehlshaber der Armeen alle in der Tasche habe, oder? Dann brauche ich keine eigene Armee. Wenn alle Drähte quasi zu mir münden, ne? Was soll ich dann noch groß noch eine Armee haben? Eben, brauche ich ja gar nicht. Nein, ich kann mich aber da wunderbar hinter verstecken, weil keiner sieht mich. Ich meine, ist das nicht ein bekanntes Märchen? Ist das nicht von den Gebrüdern Grimm? Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Der Drahtzieher hinten dran, den niemals einer sieht. Ja? Genau das ist die römisch-katholische Kirche. Ja? Das Rumpelstilzchen, was sich dahinter versteckt. Und diese ganzen politischen und religiösen, sage ich jetzt mal, Alternativen zur römischen Kirche, haben dafür gesorgt, dass die römische Kirche, die römisch-katholische Kirche, durch die Reformation ihre Macht verloren hat. Ihre Macht über die Könige, die sie damals eingesetzt hat. Jeder erinnert sich doch, ich kann ja mal das Foto hier mit beinehmen, ne? Dass die Leute, die sagen, was erzählt Jörg da für ein Quatsch. Napoleon. Jeder erinnert sich doch daran, dass Napoleon damals sich selbst gekrönt hat, oder? Und wer es nicht weiß, für den hier das Bild, der Beweis, hier rechts. Napoleon, der in Beisein des Papstes, Pius VII., wenn ich mich nicht irre, hier selber die Krone aufsetzt. Er setzt sich die Krone auf, weil er unterwirft sich nicht dem Papst. Ein paar Jahre später hat er dann ja auch für gebüßt, mit Waterloo und so weiter und so weiter. Aber hier krönt Napoleon sich selber. Im dunklen Zeitalter hat der Papst jeden römischen Kaiser und jeden König in dem Kaisertum soweit möglich damals selbst gekrönt oder ernannt. Und eine Krone, die ich einem anderen aufsetze, habe ich, wenn ich die Macht habe, ihm die Krone aufzusetzen, dann habe ich auch die Macht, ihm die Krone wieder abzunehmen. Ja? Und genau deswegen hat die Reformation uns von dieser Feudalherrschaft mehr oder weniger erlöst und hat dafür gesorgt, dass wir eben in Demokratien uns jetzt mehr oder weniger selbst verwalten können. Nicht vom Papst verwaltet, sondern Selbstverwaltung. Und da ist das scheißegal, mal ganz ehrlich auf Deutsch gesagt, da ist das scheißegal, ob ich eine Demokratie bin oder eine Republik oder welche Regierungsform auch, solange es eine Selbstverwaltung ist, eine souveräne Verwaltung, weil der Papst behauptet von sich, er ist der einzige Souverän. Das müssen wir hier drin mal begreifen.
Stichwort ist da auch gut, Subsidiaritätsprinzip. Subsidiarität, das ist ein ganz tolles Wort aus dem Ende des 19. Jahr 20. Jahrhunderts. Ne? Das Wort hat es vorher gar nicht gegeben. Das ist bei den Verhandlungen zum Maastricht-Vertrag erst erfunden worden, das Wort, für den Fall, dass du es nicht weißt. Kam das echt erst daher? Ja, Subsidiarität, such es mal auf. Das ist ein Wort, das kommt erst das ist aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erst. Das hat es vorher nie gegeben. Und kein Mensch weiß, was das eigentlich wirklich bedeutet. Es gibt da so viele verschiedene Erklärungen darüber, was das Wort eigentlich bedeutet, weil kein Schwanz hat wirklich Ahnung davon, was das eigentlich heißt. Ja, ich habe mir das mal nachgeguckt. Ist wirklich wahr. Kann ja jeder seine eigene Nachforschung darüber anstellen. In seinem ganzen Buch fährt der Autor fort. Wir sprechen immer noch über Adolf Hitler und Mein Kampf. Das ja nicht von ihm geschrieben wurde, hat er kein Wort der Missbilligung über den jesuitischen Feldzug gegen alle Formen des Protestantismus erwähnt. Hinsichtlich des Nationalsozialismus stimmt es zwar, dass er an einigen Stellen sowohl den Protestantismus als auch den Katholizismus als gleichwertige religiöse Einheiten ansieht, aber eine Analyse seiner Aussagen über die beiden religiösen Systeme zeigt sofort, wie eng er mit dem ultramontanen Katholizismus verbunden ist. Ja, ich habe den Ausdruck ultramontan ja bereits schon einige Male gebraucht. Hier kommt er jetzt in dem Buch selber vor. Diejenigen, die nicht wissen, was ultramontan bedeutet, dafür habe ich das hier mal rausgesucht. In Englisch findet man das auf der Webseite newadvent.org, eine sehr interessante Webseite für diejenigen, die Englisch können. Und in Deutsch aus dem Duden die Erklärung Ultramontanismus, das ist auch auf das politische Denken einwirkende, streng päpstliche Gesinnung. Gesamtheit der diese Gesinnung teilenden Kräfte. Das kann man sich dann auch nochmal nachlesen. Neben dieser Erklärung, die ich hier aus dem Duden geholt habe, kann man das auch nochmal nachlesen auf Wikipedia unter dem Stichwort Ultramontanismus oder auf Katpedia Ultramontanismus. Und die Links gebe ich hier gerne mit rein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja. Aber eine Analyse seiner Aussagen über die beiden religiösen Systeme zeigt sofort, wie eng er mit dem ultramontanen Katholizismus verbunden ist. Das heißt, mit dem auf das politische Denken einwirkende streng päpstliche Gesinnung. Also, dass der Papst die absolute Autorität hat im Vatikan. In der, wie gesagt, letzten europäischen und zweit- oder drittletzten weltweiten absoluten Monarchie. In Bezug auf Rassismus und Antisemitismus weist Hitler deutlich auf seine Feindschaft gegenüber dem Protestantismus hin. Naja, Protestantismus ist natürlich nicht vereinigbar mit irgendwelchen Rassentrennungen oder Rassengesetzen. Er sagt, Zitat, der Protestantismus wendet sich auf äußerst energische Weise gegen jeden Versuch, die Nation von ihrem schlimmsten Feind zu befreien. In der Tat ist die Position des Protestantismus gegenüber dem Judentum mehr oder weniger dogmatisch festgelegt. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem dieses Problem gelöst werden muss. Andernfalls werden alle Versuche der Renaissance Deutschlands und der nationalen Erneuerung keinen Erfolg haben. Ende Zitat. Ja, über dieses Zitat alleine könnte man, glaube ich, mindestens 2 oder 3 oder vielleicht sogar 4 eigene Videos machen. Ja? So intensiv ist dieses kleine Zitat. In der Tat ist die Position des Protestantismus gegenüber dem Judentum mehr oder weniger dogmatisch festgelegt. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier dem Adolf Hitler widersprechen kann. Das ist absolut richtig. Ich glaube nur, dass ich ein anderes Verständnis davon habe als er. Mein Verständnis darüber, über die Position des Protestantismus gegenüber dem Judentum, ist gegründet auf der Heiligen Schrift. Und zwar in dem Buch Römer, in dem 11. Kapitel, Vers 11. Dass die Heiden, die von den Juden die Erlösungslehre bekommen haben, weil sie sie verworfen haben, die Juden zur Eifersucht erwecken müssen oder reizen müssen, wie wir bereits vorher drüber gesprochen haben. Das ist die dogmatische Position des Protestantismus gegenüber dem Judentum. Und ich bezweifle sehr stark, dass Adolf Hitler genau diesen Punkt hier meint. Aber fährt er fort, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem dieses Problem gelöst werden muss. Das Problem, das ich jetzt gerade angesprochen habe,
dass der Protestantismus gegenüber dem Judentum ein großer Freund ist. Dass der Protestantismus ohne das Judentum überhaupt nicht bestehen würde. Weil der Protestantismus ist modernes Christentum und das Christentum würde ohne die Juden nicht bestehen. Die ersten Christen wurden in Antioch Christen genannt. Das waren die Juden, die sich damals bekehrt haben zu dieser neuen, zwischen Anführungszeichen, Sekte. Ja? Die ersten Christen wurden in Antioch so genannt. Kann man im Buch der Apostelgeschichten in der Bibel nachlesen. Das sauge ich mir nicht aus dem Daumen. Andernfalls werden alle Versuche der Renaissance Deutschlands, also der Wiedergeburt Deutschlands, Renaissance ist nur ein anderes Wort für Wiedergeburt, der nationalen Erneuerung keinen Erfolg haben. Da habe ich hier einen Kommentar mit reingebracht und dann schauen wir uns den mal eben etwas genauer an, den Kommentar. Wenn ich das ein bisschen größer machen kann, dann kann ich das leichter lesen. Denkt daran, habe ich mir hier als Kommentar so aufgeschrieben, dass der Antichrist Papst Leo der 13. dem deutschen Kaiser erklärt hat, wie wir in ein oder zwei Kapiteln hier vorgelesen haben, ich glaube das war Kapitel 4, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden soll. Victor hat das ja vorhin auch schon erwähnt. Wie wahr dem Antichristen seine Worte hier waren, bedenkt man die Vatikan Red Lines, ne, also die Rattenlinien, und die Operation Paperclip, die Operation Büroklammer nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Nazi-Politik in den Vereinigten Staaten von Amerika fortzusetzen. Dazu erfahrt ihr auch mehr in meiner Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ein Land, dessen Regierung von Jesuiten unter dem Deckmantel des Protestantismus gegründet wurde. Hier spreche ich von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde von Jesuiten unter dem Deckmantel des Protestantismus gegründet. Jemand, der Ähnlichkeit mit dem 4. Jahrhundert sieht, 321, als das heidnische Rom dasselbe mit dem biblischen Christentum tat, sieht jemand die Ähnlichkeit? Infiltration und Subversion ist die Politik der römisch-katholischen Kirche und ihres militärischen Arms, der Gesellschaft Jesu. Semper eadem. Rom ändert sich nie. Es stimmt, dass der Protestantismus sich niemals mit dem jesuitischen Rassismus verbinden kann. Der Protest der deutschen evangelischen Kirche gegen Hitler 1936 macht dies deutlich. Antisemitismus, so heißt es, provoziert oft Exzesse, die nichts rechtfertigen und die nur das Ergebnis von Hass auf die jüdische Minderheit sind. Die Gemeinsamkeit von Hitlers Ideologie mit der des jesuitischen Katholizismus ist nicht zu leugnen. Also, Hitlers Ideologie entspricht der des jesuitischen Katholizismus. Und dazu haben wir ja diesen Spruch bereits gehört. Da muss ich nochmal eben nachschauen in meinem Text. Gebt mir das eben, dass ich hier das nochmal eben nachschaue, weil ich möchte es korrekt zitieren. Wir lesen in dem Hausorgan der Jesuiten selber, Civilta Catholica, Faschismus ist das Regime, das den Konzepten der Kirche von Rom am nächsten kommt. Hier sagen es die Jesuiten selber, hier sagt es jetzt der Autor dieses Buches, die Gemeinsamkeit von Hitlers Ideologie mit der des jesuitischen Katholizismus ist nicht zu leugnen. Noch die Tatsache, dass er durch rücksichtslose Verfolgung und bewaffnete Macht in Zusammenarbeit mit den anderen katholischen Diktatoren die letzten Ziele der Kirche Roms umgesetzt hat. Hitler in Deutschland, Mussolini in Italien, Franco in Spanien und Salazar, der katholische Diktator Portugals, verdrängten jüdischen, freimaurerischen und protestantischen Einfluss aus ganz Europa, von der Arktis bis zum Mittelmeer. Trotzdem sind viele in Amerika immer noch skeptisch gegenüber einer Verbindung zwischen Nazifaschismus und römischem Katholizismus. Ah ja, sind in Amerika da immer noch viele skeptisch drüber? Ja, weil die Leute die wahre Geschichte nicht kennen. Ihr Unwissen ist nicht schuld, sondern ihre Unkenntnis der Tatsachen, wenn sie ihnen präsentiert wird.
Und das ist für alle Völker in der Welt das Gleiche. Nicht nur das amerikanische Volk, das der Autor hier anholt, sondern das ist genauso für die Deutschen und die Belgier und die Spanier und Italiener und Franzosen und nennen sie mal, das spielt alles keine Rolle. Überall die Unkenntnis, weil eben die wahre Geschichte nicht mehr gelehrt wird. Und dann kommt hier noch einmal das Zitat von der Civilta Catholica. Ich hätte mal warten sollen, ich habe es vorbereitet. Also, ich habe es euch jetzt gerade eben vorgelesen, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Trotzdem, sagt der Autor, sind viele in Amerika immer noch skeptisch gegenüber einer Verbindung zwischen Nazifaschismus und römischem Katholizismus. Wir haben in dem Zitat von Civilta Catholica gerade gelesen, dass das Hausorgan der Jesuiten genau die Verbindung ganz deutlich legt. Sie verweisen auf die Verfolgung der katholischen Kirche in Deutschland und auf den Glauben an die Demokratie durch einige katholische Fürsprecher in den Vereinigten Staaten. Nun, in den Vereinigten Staaten haben wir einige Leute, die aus der katholischen Kirche kommen. Und wichtig dabei ist natürlich zu verstehen, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht die römisch-katholische Kirche ist, sondern die amerikanisch-katholische Kirche. Wichtiger Unterschied. Wer dazu Fragen hat, der schaue sich meine Lesung an zu Herrscher des Bösen und andere, wo ich deutlich erklärt hatte, dass damals John Carroll, der erste Bischof, der römisch-katholische Bischof in den Vereinigten Staaten von Amerika, in einem Briefwechsel mit dem Papst deutlich gemacht hat, dass sie in Amerika keine römisch-katholische Kirche brauchen, sondern eine nach dem Vorbild in Frankreich gallikanische Kirche, eine amerikanisch-katholische Kirche. Weil sie, wenn sie römisch-katholisch wären und den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes überall akzeptieren und durchsetzen würden, keine Überlebenschance auf diesem neuen Kontinent hatten, wo die Katholiken mit 1,5% Bevölkerung gegenüber 98% Protestanten in der Minderheit waren. Ja? Das muss man nun mal eben deutlich verstehen, aus dem, was wir hier gerade gelesen haben. Sie verweisen auf die Verfolgung der katholischen Kirche in Deutschland und auf den Glauben an die Demokratie durch die einige katholische Fürsprecher in den Vereinigten Staaten. Nun, die katholischen Fürsprecher in den Vereinigten Staaten für die Demokratie, das sind diejenigen, die wir kennen als liberale Katholiken. Aber das Problem mit den liberalen Katholiken, nicht für mich, aber für die römisch-katholische Kirche ist, Liberale akzeptieren Kompromisse. Und die römisch-katholische Kirche im Endeffekt akzeptiert keine Kompromisse. Sie stellt nur so lange ihrer Gegenpartei Kompromisse vor, bis ihre Gegenpartei kompromisslos auf den Kurs der römisch-katholischen Kirche umgeschwenkt ist. Aber die römisch-katholische Kirche ist sempre adem, verändert sich nie. Und die römisch-katholische Kirche steht keine Kompromisse zu, genauso wenig wie die Wahrheit, die Bibel, Kompromisse zusteht. Macht sie auch nicht. Das haben Christentum und Antichristentum gemein. Keine Kompromisse. Nur bis zur Erreichung ihrer Ziele. Seht ihr, warum gibt es die sogenannten 50 Shades of Grey, diese 50 Grautöne? Warum gibt es die? Grau ist nichts anderes als das Vermischen von Weiß und Schwarz. Das Vermischen von Wahrheit und Lüge. Und ich vermische die Wahrheit und die Lüge auf so vielen verschiedenen Leveln, dass ich von ganz strahlend weiß auf ganz leichtes Grau übergehe und von diesem ganz leichten Grau immer dunkler, 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 dunkler werden, bis ich am Ende im Schwarz angekommen bin. All diejenigen, die auf dem Weg zu Schwarz auf der Strecke bleiben, die tötet die römisch-katholische Kirche sowieso, dann interessiert sie nämlich nicht. Die, die auf der anderen Seite ankommen und die sich zum Schwarzen bekehren, umso besser. Deswegen sind solche Filme wie Star Wars zum Beispiel ganz interessant, wo die Leute auf die dunkle Seite der Macht gezogen werden. Ja? Anakin Skywalker in Teil 3 zum Beispiel. Interessanter Fall. So wird das dann bei uns hier verbildlicht und verspielt. Also, diejenigen in der Hierarchie der amerikanisch-katholischen Kirche, die die Vorteile der Demokratie genossen haben, die Vorteile von Pressefreiheit, soweit es sie überhaupt gibt, ne? Wir wissen ja natürlich durch Miranda Prosus und Inter Mirifica, dass Pressefreiheit nur auf dem Papier besteht, aber trotzdem,
das, was man als Pressefreiheit empfindet in Amerika, das, was man als Gewissensfreiheit empfindet in Amerika, das, was man als Redefreiheit empfindet in Amerika, das, was man als Versammlungsfreiheit empfindet in Amerika. All diese Freiheiten, auch die Freiheit der Religion, nach dem Motto, ich kann meine Religion frei wählen, all diese Freiheiten werden von amerikanischen Katholischen in der Hierarchie oftmals akzeptiert. Und das geht nicht zusammen mit dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes. Und deswegen wird es da in der Zukunft auf einmal auch ganz deutlich knallen. Weil die machen da die Tür zu und sagen, wir haben Amerika jetzt in der Tasche. Und zwar seit 1981, seit Ronald Reagan damals den Obelisk angeschaut hat während seiner Vereidigungsfeier und damit das Zeichen gesetzt hat, dass alle amerikanischen protestantischen Kirchen von Jesuiten so weit infiltriert wurden, dass sie auf dem ökumenischen Weg zurück sind unter die Fittiche von Rom. Wir sind jetzt so weit, jetzt können wir den Deckel zumachen und dann werden wir den Laden zum Kochen bringen und dann werden wir anfangen zu sieben. Und alles, was durch das Sieb fällt, das ist in Ordnung, das überlebt und alles, was oben hängen bleibt, das wird vernichtet. Und dazu gehören die liberalen Katholiken der amerikanischen katholischen Kirche. Und genau die, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, gab es damals in Deutschland auch. Und die Katholiken, die damals in Deutschland verfolgt wurden, die waren liberal. Die waren der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche sowieso ein Dorn im Auge. Und hinterher, und darüber werden wir in der nächsten Sendung sprechen, da habe ich nämlich so ein Beispiel, hinterher kann man die sogar als Märtyrer mehr oder weniger hinstellen. Und dann werden ganze Plätze nach denen benannt und Straßen und Museen und dann kriegen sie hier einen Orden und dann kriegen sie da eine Statue hingestellt und so weiter und so weiter. Aber in dem Moment, wo sie ermordet werden, sind sie aufgrund ihres Liberalismus der römisch-katholischen Kirche ein Dorn im Auge. Und ich möchte damit die Lesung für heute beenden. Am Ende auf Seite 2 von 5 haben wir ja zumindest 2 Seiten geschafft. Hurra, hurra! Und ich möchte eben noch abschließend gerne das Wort geben an Bruder Viktor. Ja, vielen Dank, Bruder Jörg. War eine doch sehr aufschlussreiche Lesung. Ich weiß, wir sind heute wieder nicht so weit gekommen, aber ich denke, doch nochmal so ein paar Zusammenhänge auch aus den vorigen Kapiteln, um das nochmal alles auch ein bisschen im Zusammenhang zu bringen, das mal so ein paar kurzen Sätzen auch nochmal so zusammenzufassen und zu resümieren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann auf die nächste Sendung. Ja, ich denke mal, wir werden dann nochmal zum, ja, ob wir das dann das nächste Mal zu Ende schaffen, werden wir sehen. Das können wir immer vorher, kann man das gar nicht so abschätzen. Ja, ich freue mich dann auf jeden Fall aufs nächste Mal und wünsche euch soweit dann auch alles Gute und sage dann Tschüss. Ja, danke Viktor für deine letzten Worte und ich habe inzwischen mein Pulver verschossen. Ich habe während der Lesung und der Sendung gesagt, was ich hierzu zu sagen habe. Es bleibt mir nur noch anzufügen, dass wir bitte, bitte berücksichtigen, dass wir an die Basis jedes Mal unserer eigenen Untersuchungen die Bibel stellen und dass wir uns dann auch bitte davon vergewissern, das ist flämisch, deswegen, also wird man das in flämisch sagen, manchmal bringe ich die Sprachen durcheinander, dass wir uns davon vergewissern, dass wir die richtige Bibel haben. Und die richtige Bibel ist eine Bibel, die in unsere Sprache übersetzt wurde auf Basis der original bewahrten, von Gott beschützten Texte durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hin. Der masoretische Text im sogenannten Alten Testament, im Gesetz und den Propheten, und im Neuen Testament der Textus Receptus, der aus Antioch damals entstanden ist. Wer dazu Fragen hat, der schaue meine Buchlesung oder meine Besprechung eines Heftes von Rudolf Ebertshäuser, wenn ich mich nicht irre, ja, von Rudolf Ebertshäuser, Die Bibel korrekt oder korrupt, da habe ich da, glaube ich, 10 Sendungen zu gemacht, die Spielliste wird in der Zukunft auch noch angefüllt, da kommen noch weitere Dinge dazu. Da kann man ganz deutlich sehen, wie wichtig es ist, die wahre, die richtige Bibel in der Hand zu halten. Denn in den korrupten Bibeln sind ganz wichtige Textstücke, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt mal gerade eben so ein, 1. Kolosser
also Kapitel 1 im Buch der Kolosser und dann Vers 14, da sind ein paar, da sind Dinge gelöscht im, in den korrupten Bibeln. Ich lese das mal eben vor, ich habe meine Schlachter hier bei der Hand und muss das mal kurz aufschlagen. Vers 14, da lesen wir, denn in ihm, ja, wir sprechen hier über Jesus Christus, ja, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist, Vers 3, Vers 15, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Aber Vers 14 ist der, auf den es ankommt. Vers 13, da lesen wir, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also das ist der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jetzt nehmt ihr euch gleich welche moderne Bibel, die basiert ist auf den Nestle-Aland-Texten, zum Beispiel die Luther 1984 und andere gleichartige Bibeln, Elberfelder und so weiter. Und da werdet ihr euch kaputt suchen, um zu lesen, durch sein Blut. Diese drei Worte, die fehlen in allen modernen Bibelübersetzungen. Das heißt, in den modernen Bibelübersetzungen lesen wir, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Im Originaltext lesen wir, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und jeder, der die Wichtigkeit des durch sein Blut in diesem Fall nicht erkennt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Macht eure Studien auf Basis der korrekten Bibel, die die korrekten Originaltexte zugrunde liegen hat. Die Texte, für die Gott gesorgt hat, dass sie original behalten wurden, all die Jahre durch. Und damit, mit diesem Aufruf, möchte ich das Video heute, die erste Lesung zum fünften Kapitel in dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, beenden. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.